Drahtelemente können auch mit Autocryl-LC statt mit Klebewachs befestigt werden. Um Lufteinschlüsse zu vermeiden, sollten Sie darauf achten, dass sich die Kartuschenspitze immer minimal im aufgetragenen Kunststoff befindet. Vorhandene Lufteinschlüsse können mit einem spitzen Instrument entfernt werden. Disco-Klimmer wird bei halber Schichtstärke direkt aufgetragen. Vor der Aushärtung muss der Disco-Klimmer komplett von Autocryl-LC bedeckt sein. Die Größe der Öffnung der Kartuschenspitze beeinflusst das Fließverhalten des Kunststoffes. Mit einer kleinen Öffnung lässt sich der Kunststoff punktuell auftragen. Mit einer großen Öffnung flächig. Die Oberfläche lässt sich mit einem spitzen Instrument glätten. Hierzu wird das Instrument mit zitternden Bewegungen durch den Kunststoff bewegt. Härtet Autocryl-LC unter Vakuum aus, entsteht keine Sauerstoffinhibitionsschicht. Die Ausarbeitung kann mit Fräsern für Weichkunststoffe vorgenommen werden. Die Dehnschraube wird zunächst komplett mit Autocryl-LC umschlossen. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Dehnschraube komplett im Kunststoff eingebettet ist und keine Luftblasen entstehen. Achten Sie bei der Prüfung der Gängigkeit der Schraube darauf, so oft zurückzudrehen, wie die Schraube aufgedreht wurde.
Reparaturen von Arbeiten aus Autocryl LC sind mit Autocryl LC möglich. Dazu den betreffenden Bereich anrauen und von Schleifstaub befreien. Danach kann das Material direkt aufgetragen werden. Die reparierte Apparatur wird dann im Lichtpolymerisationsgerät ausgehärtet. Die Reparatur von PMMA mit Autocryl LC ist mit Hilfe eines Haftvermittlers möglich. Dazu den betreffenden Bereich anrauen und von Schleifstaub befreien. Den Haftvermittler nach Herstellerangaben verarbeiten und anschließend Autocryl LC auftragen.